Und jetzt gibt. Wo gehen wir denn jetzt hin? In die Katakomben oder. Was ist denn unser Begehr? Ja, hier holt sie sich natürlich nicht irgendwie. Bricht sie nicht, sich nicht die Beine oder so. No, 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 no. Was ist das denn? Werden hier diese Kopien von mir gemacht? Das sah jetzt aber ganz anders aus. Okay, wait a second. Nutzen. Wir laden mal überall nach, was wir nachladen können, soweit wir das können. Lesen wir uns hier nochmal kurz einen Zettel durch. Der Mygamizet nimmt die Erinnerung allen Lebens in seiner Umgebung in sich auf, wobei die Welt in seinem Inneren bestimmte Gesetzmäßigkeiten unterliegt. Es scheint mir sinnvoll, schriftlich festzuhalten, was sich mir nach und nach erschließt. Erstens, die Erinnerungen, aus denen diese Welt besteht, sind nicht immer Ebenbilder der Realität. Zweitens, nur jene, die sich zu ihren Lebzeiten an den Mytamizeten angepasst, behalten ihr Bewusstsein auch in dieser Welt. Das deckt sich mit meinem Verständnis von Mygamizeten, welches ihr vor meinem Tod aus seinen Visionen erlangt. So ist es mein Tod. Mein physisches Ich gibt es nicht mehr. Es wurde von Mygamizeten aufgenommen und doch bin ich fern von der Verzweiflung, denn dieses Schicksal hat mir faszinierende Einblicke gewährt. All die Jahre der Mühe, sie waren nicht umsonst. Die Erinnerung, das Bewusstsein, das Verständnis und Wissen, das ich in meinem Leben gesammelt habe, wurden in den Mygamizeten transferiert und fungieren hier in dieser Welt als Energiequelle. Wenn ich diese Energie nutzbar machen kann, bin ich wahrscheinlich in der Lage, die Gedanken und Erinnerungen anderer zu manipulieren. Natürlich ist die Ausgangslage alles andere als ideal. Die gewaltige Anzahl der hier versammelten Gedächtnisse und Erinnerungen macht die Suche nach einer einzelnen Person zu einer schier unlösbaren Aufgabe. Ihre Erinnerungen sind hier, ja, aber sie sind in allen Richtungen verstreut. Wahrscheinlich brauche ich eine Art Gefäß, eine Hülle, in der ich sie halten kann. Selbstverständlich kenne ich die perfekte Hülle bereits. Die einzig wahre Kandidatin, die mir auf meiner jahrelangen Suche begegnet ist, Rosemarie Winters. Okay. Jemand war hier. Ja, jemand war hier. Und, ja, was soll ich sagen? Wir nehmen die Munition auf, lesen uns den weiteren Teil hier vor. Ich hatte vorgehabt, Rosemarie Winters zu duplizieren, in der Hoffnung, dass eine perfekte Kopie als Hülle geeignet wäre. Doch die Ergebnisse waren alles andere als gut. Es scheint, als würde etwas den Ablauf stören, mich daran hindern, eine geeignete Kopie zu erstellen. Stattdessen gelangt mir die Kreation von etwas, das im Wesentlichen eine lebende Puppe ist. Sie ähnelt dem echten Individuum, besitzt aber keinerlei Kräfte. Als Hülle ist diese erbärmliches Geschöpf nicht geeignet. Ich werde weiter versuchen, die Störquelle ausfindig zu machen. Folgende Theorien sind mir dazu bisher eingefallen. Erstens, die Tatsache, dass Rose noch am Leben ist. Zweitens, ein anderer Akteur in dieser Welt. Drittens, ein Fehler in meinen Produktionsmethoden. Keines davon scheint als Grund besonders wahrscheinlich und ebenso wenige wären einfach zu lösende Probleme. Wahrscheinlich wären die Aussichten am besten, wenn ich Rose irgendwie in diese Welt holen könnte. Alles wäre so einfach, wenn sie sich selbst als Hülle anböte. Zusätzliche Beobachtung. Weitere Experimente mit den Rose-Kopien, so werde ich diese Geschöpfe fortan nennen, haben mich zu einer zusätzlichen Entdeckung geführt. Wenn Rose-Kopien Situationen ausgesetzt werden, die extreme Furcht in ihnen auslösen, gibt es bei ihnen schwache Anzeichen solcher Kräfte, wie Rose sie besitzt. Das sollte weiter untersucht werden und ich denke, dass meine erste Kreation, der maskierte Duke, genau der richtige ist, einen solchen Belastungstest durchzuführen. Ja. Sag bloß nicht. Ich wurde die ganze Zeit beobachtet. Ja, wahrscheinlich schon. Leider. Es scheint, dass ein Eindringling sich in meiner Welt einnisten konnte, während ich mit meinen Experimenten mit Bewusstseinsinstanzen beschäftigt war. Dieser Eindringling war niemand anderes als diese Missgeburt Evelyn, die offenbar ihre eigene erbärmliche Absichten verfolgte und durch die nun mein Plan etwas in Verzug geraten ist. Hätte Evelyn sich nicht eingemischt, wäre Rosemarie Winters am Rande der Verzweiflung gewesen, jeglicher Lebenswillens und ihrer Mythamizik-Kräfte beraubt. Stattdessen brennt sie nun vor einer neuerlichen Leidenschaft, die es zu ersticken meine Aufgabe sei.
Okay. Ich sag mal, nee. Einfach, nee. So, wir laden mal nochmal komplett nach. Und gehen jetzt weit. Aber warum? Also, hätten wir jetzt nicht einfach das Ding da töten können? Du hast wieder dieses Gefühl. Es ist so stark. Das muss der Kristall sein. Okay. Dieser Sog, den ich fühle, ist so nah. Aber ich kann einfach nicht weitergehen. Als ich das blaue Licht sah, dachte ich, ich hätte es geschafft. Aber nein, nicht mal ansatzweise. Wenn ich nur mutiger wäre, schneller, stärker, so nah. Ich war so nah dran. Fast geschafft. Michael. Okay. Warum nein? Also. Nicht mehr weit. Ja, nicht mehr. Wie jetzt? Was ist das denn? Wo sind wir denn jetzt hier? Okay, hier kann ich nicht rein. Noch nicht. Aber bestimmt bald. Tisch, schwarzer Gott, der du in uns lebst und in dem wir leben, erschaffe für uns eine neue Welt nach deinem Willen. Dein finsteres Bewusstsein reicht uns eine zweite Chance. Gütig dargeboten und freudig empfangen. Du trinkst das Blut des verlorenen Schäfleins, da es auf deine verdunkelte Welt herabfällt. Nicht um der Zerstörung willen, sondern des Erhalts, um erneut Leben zu sehen. Ja. Fuck, das ist echt krank. Ja, ist es. Also es ist wirklich. Aber okay. Wir gehen jetzt hier hoch, um noch weiter in den Diesmal ist es der echte. Kristall zu suchen. Ich fühle es. Okay. Aber das ist doch bestimmt noch nicht alles. Also wir müssen wahrscheinlich noch einen Endboss-Fight machen, oder? Also, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass wir jetzt we take it und goodbye, my love. Weil wir sind jetzt auch mittlerweile viel zu tief drin, um einfach zu flüchten. Also so habe ich Michael vorhin verstanden. Es funktioniert. Oh mein Gott. Und jetzt? Fühlt sich so normal an. Muss das sein? Also das... Rose, wie lange habe ich auf dich gewartet? Wer sind Sie? Mein Name ist Miranda. Was? Du warst so mächtig geworden. Zu mächtig, als dass ich dich hätte bezwingen können. Also musste ich dich in diese Welt locken. In der Hoffnung, dass du deine Kräfte freiwillig abgibst. Ja, das ist jetzt aber ein Problem. Nein, aber Kay sagte doch. Hat er? Oder habe ich? No. Dieser Kay war ein Trugbild. Sehr überzeugend, findest du nicht? Nein, das... Und nun werde zur Hölle für meine Eva! Wie wär's mit nein? Einfach. Oh. Los! Lauf! Ethan, du Wurm! Hier nimmt also sogar er Gestalt an. Er kann dich nicht retten! Ja, das sagst du jetzt. Rose! Ich sag was anderes. Rose, schnell! Du kannst nicht fliehen! Nicht vor mir! Lass mich... Warte! Bist das wirklich du? Ja, aber jetzt musst du erstmal weg. Lauf doch! Okay, danke schön. Lauf doch schneller! Also... Das ist ja ein Spaziergang, den du jetzt hier durchziehst.
Schon mal was von Sprinten gehört? Danke. Warum hast du mir nicht gesagt, wer du bist? Ja, warum sollte ich dich Michael nennen? Zu dem Zipfel verkomplizieren. Hauptsache, du warst sicher. Genau. Das ist... genau. Tut mir leid, dass ich weg war. Ich musste einen Ausgang finden. Und das habe ich. Gleich davon. Rose! No! No, 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 no! Don't do it! Du gehörst jetzt mir! Hände weg von meiner Tochter! Halt dich von meiner Familie fern! Rose, na los! Ja, das war ein Schuss im... Das hat ein bisschen weh, würde ich sagen. Kommen wir jetzt wirklich raus? Nee, eigentlich... Hä? Du kannst nicht vor mir fliehen, Rose. Ethan, hartnäckig wie immer. Nee. Rose, verschwinde. Lebe ein normales Leben. Finde Freunde. Niemand wird dich je wieder ein Freak nennen. Aber... Rose, geh schon! Ich lass dich nicht allein! Ich weiß. Ich weiß. Hab dich lieb. Bring dich in Sicherheit. Bitte, bitte, geh! Ethan, du aufsässige Ratte! Ich mach das. Verschwinde! Ja! Ich weiß jetzt nicht, ob du den Kristall jetzt nochmal zücken solltest, um dir die Kräfte nochmal zu holen. Und einfach sagen... Bullshit. Okay. Keine Sorge, Dad. Miranda hat jetzt ein Problem. Ich mach das! Glaubst du wirklich, deine Kräfte könnten hier in meiner Welt gegen mich bestehen? Ja, klar. Dumme kleine Dörrei. So gern wie und du wolltest, dass ich sie loswerde? Ganz sicher sogar. Ja, komm mal her, komm mal her. Hier, troll dich. Nee. Okay, doch nicht. Warum lehnst du dich da? Voilà. Wie wär's hiermit? Womit denn? Wow, fuck you, Alter. Das war jetzt, aber das war jetzt fies. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Kann ich? Dann lass mal deine Kräfte sehen. Okay. Wieso kann ich nicht? Übergib dein Leben mir! Scheiß durch. Elendes kleines Dörr! Ja, tat weh. Sagen wir, du überlebst. Ja, was dann? Was würde das nützen? Du kannst deinen Vater nicht retten. Ihr lebt in verschiedenen Welten. Komm her hier. Warum unnötig leiden? Das sagt die Richtige jetzt. Du Mensch. Leiden hier. Kurz nachladen. Ich schwör mich doch, also... Was? Geschoss? Ankommende Geschosse absorbieren? Mach dich bereit! Hab keine Angst! Dann steh ihm aus! Was ist das? Ja, das ist, Das tut ganz schön weh, ne? All die Mühen, dich herzulocken, haben sich wirklich gelohnt. Ja, das sehe ich anders. Du bist unglaublich. Was bin ich jetzt hin? Verdammt ist dein Plan, unglaublich den Bach runtergehen. Jetzt! Rede mal. Wenn ich jetzt wüsste, wo du bist. Du zwingst mich nicht in die Knie. Sag wer.
Du musst mich erstmal treffen. Komm! An meine Seite! Nope. Ich kremierte die Welt im Innern des Megamyzeten, um meine geliebte Tochter wieder zu erwecken. Oh, der war aber. Aber wie viele Höhlen ich auch erschuf. Keine vermochte ihr Leben einzuhauchen. Das ist der Grund, weshalb du es sein musst. Du bist die Einzige, die sie mir zurückbringen kann. Oh, shit. Was es auch kostet, was ich auch tun muss, ich werde meinen Wunsch. So, Fräulein. Er hat nicht gebracht. Gott, shit. Wait, ganz kurz, Pause. Einmal kurz benutzen und wait, ganz kurz Pause und nochmal benutzen. Deine Zeit ist gekommen. Oh, shit. Oh, shit. Du wirst bittere Tränen vergessen. Es ist eine Schande aufzugeben. Das Maul, Alter. Ist jetzt erstmal ein paar Schüsse. Woher hast du solche Kraft? Ja, das wüsstest du gerne, ne? Verstehst du es noch nicht? Dir ist kein glückliches Ende vergönnt. Doch, doch, doch. Verrückte Hexe, die selbst bald am Ende ist. Komm mal her hier. Töte mich und du tötest die Einzige, die dich wirklich versteht. Hau, wie kann ich jetzt gegen dich hier ankommen? Okay, komm. Du gibst einfach nicht auf, wie von Ethans Tochter zu erwarten. Die Hartnäckigkeit, mit der du dein Leben verteidigst. Mach dich zur perfekten Hülle für meine Eva. Bist du? Kleine Miss-Tante. Unmöglich! Was ist denn unmöglich? Das ist dein Untergang. Okay, komm, komm. Lol, ich seh nichts. Du kannst nicht gewinnen. Endlich! Okay, wait. Mein Wunsch ist zum Greifen nach. Nee. Rose! Hier drüben! Dad! Nimm das. Mach sie kalt. Was denn? Jetzt gibt uns nochmal extra Power oder what? Lol. Verlass dich drauf. Kehre zu mir zurück und gib mir deine Macht. Macht! Du wärst wirklich die perfekte Hölle für meine Eva gewesen! Ja, ja. Ich bin keine scheiß Hölle. Ich bin nicht irgendeine Kopie. Ich bin ich, Rose. Und du bist erledigt. Das Original. Süße. Oh Gott! Du bist so groß geworden. Auch wenn ich nicht bei dir war, ich habe immer über dich gewacht.
aber ich konnte dich nicht beschützen. Du hast mich doch beschützt. Die ganze Zeit. Nein. Diesmal nicht. Das war deine Chance. Tut mir leid. Nein. Das war meine Entscheidung. Und ich bereue sie kein bisschen. Wäre ich gegangen, hätte ich niemals so mit dir reden können. Dir in die Augen sehen. Also keine Sorge. Es ist okay. Ich bin stolz auf dich. Ich bin so stolz auf dich. Hab dich lieb, Rose. Na, was denkst du? Kann der Junge den Mond berühren? Niemand kann ihn berühren. Er ist zu weit weg. Und wenn er eine Rakete besitzt? Okay, dann vielleicht doch. Aber es wäre sehr, sehr kalt. Du machst nur Spaß. Der Mond fühlt sich bestimmt nicht wie ein Killerball an. Hi, Dad. Alles Gute. Sorry, wegen letzter Woche. Ich hatte ein paar Tests anstehen. Na, du weißt schon. Wenn man vom Teufel spricht. Die Pflicht ruft. Hab dich lieb. Ja, ich hab sie. Wo sonst? Ausgerechnet heute. Es gab einen Notfall. Du bist dran. Evelyn? Nenn mich nochmal so und du bist tot. Wow, wow. War nur ein Witz, Rose? Ich kann Dinge, die selbst Chris mir nicht zutrauen würde. Habe freie Schussbahn. Nein. Ich komm klar. Sie ist bloß ein Kind. Du musst dich zusammenreißen, Rose. Du bist ihm wirklich ähnlich. Ich weiß.
Tja. Das war das DLC von Rose. Ich hoffe, ihr hattet heute ein bisschen Spaß. Lasst gerne ein Like da, ein Comment und auch gerne ein Abo, damit ihr keine weiteren Folgen verpasst. Es gibt noch ein zweites DLC von Resident Evil 8. Da werden wir demnächst auch mal reinschauen. Und ich hoffe, ihr hattet heute, wie gesagt, ein bisschen Spaß. Und wir sehen uns einfach beim nächsten kleinen Let's Play. Bis dahin sage ich erstmal reingehauen.